herzlich willkommen zu einem weiteren Part unseres Pokémon Fused Dimensions Abenteuer. Ich habe unseren guten Finn ein bisschen hochgelevelt und auch ein paar noch auf 28, glaube ich, hochgebracht, weil die halt einfach so durch das Wechselzeug am Start sind. Und ich habe was nachgeguckt, und zwar entwickelt sich Finn tatsächlich über den Blattstein, habe ich gesehen. Und ich dachte mir, komm, weißt du was, wir gehen einfach heute rein und entwickeln sich mal unsere Steinentwicklungen, weil es nervt mich langsam. Ich will die entwickeln. Ich weiß nicht, ob sie noch davor irgendwas gelernt hätten oder nicht. Oh, haben wir den schon gesehen? Ich glaube, haben wir den? Kennen wir den schon? Der schaut so aus, als würde ich ihn kennen. Lol, das war ein Galar-Fleckmon. Kennen wir den schon? Er hat sich in Flapro entwickelt. Auch kein schlechter Name. Kann ich kein Auge machen. So, und dann haben wir noch den Mondstein. Den haben wir ja auch noch am Stiesel. Und den... Ah ja, stimmt, Fissi entwickelt sich dadurch ja gar nicht. Ah, das habe ich ja schon nachgeguckt. Habe ich einfach schon wieder vergessen. Wir gucken uns kurz Finn an. Wir sind jetzt ein Poison Dragon Type. Okay, das ist actually fancy. Wir haben Hustle als Ability. Ja, gut, dass ich so viele... Gut, dass er so viele spezielle Angriffe hat. Habe ich maybe irgendwas in der TM-Schublade übrig, wo ich sage, hey, das würde gut für ihn passen. Mit zufällig wird ein Return da. Brick Break, Rock Tomb Array, Secret. Boah. Ja, das sieht eher schwierig aus, aber na gut. Heutiger Ziel, ja, danke Daniel für das gute Deutsch. Heutiges Ziel wäre auf jeden Fall die Sylph Corporation auf jeden Fall zu schaffen. Und diesen dummen Team Rocket Arc dahinter uns zu lassen. Wird tendenziell eher langweilig, sind wir ehrlich. Das ist jetzt nicht die spannendste. Ach du Scheiße, Level 20 einfach. Das ist jetzt nicht die spannendste Geschichte auf diesem Planeten, wie wir alle wissen. Deshalb sind wir, denke ich, alle zufrieden, wenn wir das Ding einfach möglichst schnell rumbekommen. Oh Mann, hier ist eine Treppe aufgetaucht. Das wusste ich nicht, okay. Das Problem ist, ich habe jetzt inzwischen dieses Rocket Hideout schon öfter gespielt und ich habe immer noch absolut keine Ahnung, was hier der richtige Way to go ist. Wir müssen aber sowieso gegen jeden Trainer antreten, weil ich ja nach Möglichkeit so gut Turtosi. Ah, den kennen wir. Den, glaube ich, haben wir schon mal gesehen. Weil wir ja nach Möglichkeit alle Pokémon sehen wollen und Lekkomio. Macht man das Rocket-Versteck vor dem vierten Orden? Es wirkt zumindest so. Ich dachte immer, das kommt danach. Aber okay, weil wir sind jetzt gut hochgelevelt. Ja gut, die Kämpfe werden jetzt wahrscheinlich nicht wirklich challenging. Oh, Golcade, nein, ich habe dich gerade angegriffen. Wer bist du denn? Kennen wir den? Ah ja, stimmt, Das ist halt einfach nur die Radfratz-Enton-Fusion gewesen als Entwicklung. Mann, boah, der Schnabel sieht echt weird aus, ne? Ich finde ja, bei Ratten sind jetzt eh jetzt nicht die schönsten und hübschesten Wesen, würde ich jetzt einmal mal... Oh, okay. Spontan den Drachenpuls auspacken, na gut. Sind jetzt eh nicht die hübschesten Wesen auf jeden Fall. Und ich sag mal so, das hat's mit einer Fusion mit einer Ente auch nicht besser gemacht, bin ich ehrlich. Oh! Da ist Sablash, welches tatsächlich ein bisschen aufgebaut ist wie die Mega-Entwicklung, weil Zubiris diesen Eispanzer von Alola Sandama vor sich hält. Ich bin ehrlich, das finde ich eine coole Idee, muss ich sagen. Die gefällt mir sehr gut. Maybe hätte man sich den doch fangen können. Ich glaube, man hatte den im Mondberg gefunden. Irgendwo hatte ich den, glaube ich, mal zu den Encounter gesehen. Aber da bin ich mir jetzt doch etwas unsicher am Ende des Tages. Oje. Und die Entwicklung von der Fusion von Pampam und Rattan, die hat es leider auch nicht besser gemacht. Die hat es bei weitem nicht besser gemacht. Das Ding sieht auch... Lol, was? Hä? Aber der mich rauswirft, oder... Was ist da gerade passiert? Das war ja ganz, ganz weird. Aber... Okay, der ist ja auch... Nee, den hätte man lieber... Ich weiß nicht, also... Die zwei auch als Fusion... Finde ich eher weird. Oh, da ist schon Giovanni. So, ich war einmal fix rein und dann gucken wir mal, was Giovanni in dem Spiel so zu bieten hat. Da bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt drauf. Was hat er denn für Monster? Er hat drei Pokémon erledigt mit Dignir. War ein Bit klar. Der ist nur Level 25. Ja, komm, dann schalten wir direkt Return. Ich habe überlegt, ob ich mit
T-Spikes anfangen will, aber dann dachte ich mir, nee, lassen wir. Ah, schade, reicht nicht, aber er geht nicht auf den Boden-Move. Eigentlich ist das, glaube ich, Pflanze-Boden immer noch. Aber so ist dann ganz gut und dann nehmen wir ihn einfach mit dem nächsten Return raus. Und dann war es das auch schon wieder mit Dignia. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir zwei neue Sachen sehen. Ich hoffe es zumindest ein bisschen. Marowak. Okay, das ist die andere Entwicklung in Shiny. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Typing übernommen wird. Okay, da sind die Facts. Oh, oh Gott. Oh, ich hab gerade nur an Alola Knogger gedacht und nicht ans normale Knogger. Ja, dann ist der wahrscheinlich Bodenflug. Und das ist actually ein echt beschissenes Typing, um gegen zu kämpfen, weil ich mal wieder nur 3 Millionen Bodenschwächen... Ich habe wirklich nur Bodenschwächen. Kann das sein? Bodenschwäche, Bodenschwäche. Du nicht? Bodenschwäche, Bodenschwäche, Bodenschwäche. Ach du Scheiße. Eieiei. Aber okay, wir sollten das, denke ich, trotzdem hinbekommen, weil der ist nur Level 24. Ja, das hat richtig viel Damage gemacht. Storming Tantrum kommt wieder. Das sollte guten Damage machen, aber wir sollten es... Arsch auf einmal knapp tatsächlich überlegen. Der schnell. Wir sind im Speed. Lol. Okay. Das hat ganz schön Damage-Unterschied gemacht. Ach du Kacke. Ich glaube, der ist. Er könnte sogar Käferboden sein anhand des Damages. Und Matt Shrew. Ah, der Boy. Der Boy. Das heißt Boden plus Stahl. Das heißt, wir können Schaufel einsetzen mit Hustle. Wobei, der ist jetzt wieder Level 29. Das ist auch ein Level-Spike, du. Oh. Gott, wie ich Hustle liebe manchmal. Eigentlich mag ich Hustle schon gerne, aber wenn sowas dann passiert, schwierig. Ich zeig dir mal ein richtig geiles Match. Schau ihn dir an. Er ist so viel geiler. Wir gehen auf Bulldoze, er geht auf Metallklaue, was ein Dummbatz. Wobei, der hat wahrscheinlich Clear Body, ne? Dann bringt mir Bulldoze, also Bulldoze ist immer noch sehr effektiv, so ist jetzt nicht. Aber dann bringt es mir leider nicht den Init Drop, den ich gerne gehabt hätte. Da kann man halt nichts machen an dem Punkt. Gehen wir auf einen weiteren Bulldoze und hauen das Ding maybe weg. Na, nicht ganz, nicht ganz. Aber ich überlege gerade, wenn er nicht Clear Body hat, weil meiner hat ja Clear Body, was könnte er dann haben? Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist mir das dann doch zu egal. Am Ende des Tages denke ich mir, ja, das ist in Ordnung. Das passt. Und was ist das denn wieder für ein Lärm hier draußen? Das ist der Wahnsinn, ne? Großstadtleben, Freunde. Et Großstadtleben. Er ist der Wahnsinn. So, und durch den Tee können wir ja auch nach Saffronia City. Und dort, ich weiß gar nicht, stehen die auch vor der TM Psychokinese? Ich glaube nicht. Dann kann ich mir doch hier die TM Psycho... Ja, nehmen wir doch die TM Psychokinese mit. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich auch ins Dojo schon kann. Ich glaube, ja, aber ich glaube, die sind da recht hoch gelevelt in dem Dojo drin. Deshalb würde ich da eigentlich jetzt direkt noch nicht reingehen. Andererseits gibt es da einen Gift-Encounter, den ich schon gerne hätte, aber ich denke, wir machen erstmal einen Lavandia-Turm zu Ende. Oh, aber was mir gerade einfällt, dadurch, dass wir jetzt das Sylph-Cope-Ding haben, das heißt, wenn wilde Pokémon erscheinen, können wir die ja endlich sehen. Und es gab das ein oder andere coole Geist-Pokémon, glaube ich. Und das würde ich mir dann fangen, I guess. Was gibt's denn hier? Oh ja, genau ihn hier, Duskon. Auf den hätte ich Bock. Den müssen wir nur in Shiny finden. Und allgemein würde ich noch gucken, was es hier noch so für Geister gibt. Okay, My Mask in Shiny gibt es noch, aber auf den habe ich ja gar keinen Bock. Da bin ich ja eigentlich ganz schnell weg, Freunde. Lol, hier ist sogar schon die Entwicklung Duskon 2. Boah, aber der sieht echt nicht so geil aus. Ich glaube, ich verzichte tatsächlich. Irgendwie hat mich das jetzt eher abgeschreckt. Aber die Cupcader-Form gibt es hier noch. Aber auch die Entwicklung sah jetzt nicht so bangerhaft aus, muss ich sagen. War jetzt nicht so, dass ich sage, die will ich unbedingt haben. Mimesk, weiß ich nicht, kann mir Pani. Ich bin halt gar kein Panimus-Fan. Ansonsten hätte ich da überlegt, maybe, dass wir halt einfach auch was Neues reinbekommen. Aber momentan ist halt so. So kann die. Ich glaube, den konnte man nicht fangen. Ich glaube, den musste man besiegen, ne? Und es ist ein Sir Scooter? What? Also, warum? Also, ist okay, weil den haben wir. Das heißt, ich besiege den einfach. But why? Oh, das war dicker Damage. Aua. Aber warum ausgerechnet der? Das ist ja ganz weird, aber... Na gut, wenn die Entwickler meinen, dass das a thing ist, dass sie den da haben wollen, dann... Ja, ist er halt jetzt weg, ne? Tschüss! Golbaria. Ah ja. Das nenne ich mal einen großen... Oh!
Okay, dann ist der Giftdrache. Noch ein Giftdrachen-Pokémon gefunden. Auch nicht schlecht. Er finde ihn nicht ganz so schlimm wie einige andere Entwicklungen, aber ihr seid wirklich der Altaria-Unterkörper und dann einfach Golbats Fresse in Blau. Weiß ich jetzt auch nicht. Und damit sind wir schon beim letzten Rocket Ripple von der Sylph, oder nicht dem Sylph Corporation, das ist falsch, von der, von dem Tower. Der hat 4 Pokémon, er hat Zublu, aber die sind alle recht low, deshalb, ich weiß nicht, macht man das als erstes vor dem Orden? Ich habe doch keine Ahnung. Ansonsten wäre für heute noch das Ziel, ich muss mal gucken, wo wir hinwollen. Maybe gehen wir noch ins Dojo davor, aber ansonsten Orden 5, also in Giftorden, würde ich jetzt dann gerne eigentlich noch mir eintüten heute. Wenn das zumindest funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ist zumindest das Ziel. Ich denke aber, das sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Weil eigentlich gibt es jetzt nicht so viel. Ich glaube, jetzt ist man in der Auswahl auch allgemein ein bisschen freier. Nee, Brüller brauchst du auch nicht. Der wollte davor Doppelkick lernen, jetzt Brüller. Also von den Angriffen her ist Pfissi irgendwie ein bisschen enttäuschend von dem, was er lernen will. Bin ich ganz ehrlich. Das ist so... Also Donnerzahn, ich glaube halt besser als Donnerzahn wird es eh nicht. Wenn er physisch vor ihm bleibt. Aber auch so habe ich, ich weiß halt nicht, wann der sich auch entwickelt, weil Tenso hätte sich bis zu diesem Punkt ja auch schon entwickelt. Nidoking entwickelt sich eigentlich mit einem Mondstein. Mondstein habe ich nicht, habe ich, aber kann ihn nicht einsetzen. Kann er sich maybe gar nicht mehr entwickeln oder so? Ist das so eine ganz weirde Ausnahme? Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Ah, stimmt, wir kriegen ja jetzt auch die Flöte, damit wir den Weg mit Relaxo frei machen können. Stimmt, that's what's happening. Ja gut, das ist halt die Frage, ob man quasi sagt, man nimmt das Dojo mit und macht dann alle Trainerkämpfe außenrum. Aber dann wäre es wahrscheinlich einmal nur 2 Arena-Kämpfe im nächsten Part. Deshalb, ich glaube, es ist besser... Nee, stopp, wir wollen schon die Flöte mitnehmen. Wenn wir den... Ich würde gerne den Radweg machen. Und dann vom Radweg aus nach unten... Und dann da die ganzen Trainer mitnehmen und dann noch in die Arena reindüsen. Ich denke, das ist der Plan. Oh! Megaring! Ist halt die Frage, ich weiß nicht, also von unserem momentanen Mons, haben wir irgendwas, was potenziell... Ja, Voltenso könnte potenziell Metagross, Absol, Stolos, Turtok. Nevermind, wir haben genug, was potenziell megern kann. Die Frage ist nur tatsächlich... Wo man die ganzen Megasteine findet. Hier ist unser kleiner schlafender Racker. Und ich bin tatsächlich jetzt gleich sehr gespannt, wie er aussehen wird. Daily Krankenwagen mal wieder im Hintergrund. So, Snor. Ich liebe es auch, dass es immer genau an solchen Stellen ist, wo ich halt gerade am Aufnehmen... Oh! Daraus wird Wisconda. Okay, okay, okay. Was war das nochmal? Gift? Ich glaube, Giftboden dürfte das Ding sein dann, ne? Mit potenzieller Feen-Coverage. Das ist halt schon cool irgendwie. Aber ich habe, das ist schon wieder eine Bodenschwäche. Und halt auch schon wieder ein Bodenpoke. Ach du Scheiße, hey, beruhig dich. So, in das hier. Oh. Und Levitate actually, auch wild. Das Ding ist, ich habe extra vor diesem Kampf hier gespeichert. Will ich den Shiny resetten? Weil ich finde ihn nicht ganz so kacke, muss ich sagen. Ich bin mir halt noch nur recht unsicher, muss ich gestehen. Und der Schauflein, so ein schlaues Kerlchen, Wahnsinn. Gegen das Flug-Pokémon, wow. So, damit sind wir auf dem Fahrradweg angekommen. Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Ich meine, wir haben ja potenziell noch einen Relaxo, was wir potenziell fangen können, wenn wir wollen. Schauen wir dann einfach mal, ob wir das irgendwie mal zugreifen wollen. Level 29 ist actually hier halt recht hoch gelevelt, deshalb frage ich mich die ganze Zeit, ob nicht doch in irgendeiner Form ich irgendwas übersehe, aber ich glaube eigentlich nein. Ach du heilige Kacke, okay. Giga Champ, wohl eher Giga Chat. Sieht actually ganz cool aus, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ich finde ihn irgendwie cool. Der erinnert mich vor allem ein bisschen an, von den Farben und alles, an Kraken aus Ben 10, falls euch der in irgendeiner Form was sagt. Den finde ich echt actually nice. Boah, vor allem Terrakium-Typing-Offensiv, aber der ist halt super langsam, ne? Das ist halt das Problem. Aber cool, den hier haben wir die... Vor allem, wir haben noch nicht mal Machoke gesehen und finden jetzt einfach schon Giga-Champ.
Auch nicht schlecht. Und Wiz Matchow finden wir jetzt auch schon. Aber der ist echt scheiße. Also, ach du Kacke. So, vor allem der Mund sieht irgendwie so ganz falsch bei dem aus. Eieieiei. Ich mag es auch, wie das jetzt lauter Entwicklungen sind mit mehreren Körperteilen. Wir haben jetzt... Night Slash! Nice! Kann ich Cut hier eigentlich weg? Ich kann wirklich im Cut verlieren. Okay, man kann vor allem verlieren. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal kontrolliert habe, aber wenn nein, habe ich es jetzt rausgefunden. Das ist ganz nice. So, außerdem sind wir auf einer neuen Route. Was so viel bedeutet, wie wir können uns neue Encounter suchen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Oh Gott, nein. Ich wollte gerade noch Encounter fangen und dann bin ich auf einmal sehr, sehr weit nach unten gerollt, weil ich eventuell einen Knopf gedrückt habe, der das ganze Spiel etwas schneller macht. Und finde Boltchoke, das Mon, wovon ich gerade erst gesprochen habe. Der sieht nicht so geil aus, aber die Entwicklung ist nice. Da kann man nichts gegen sagen, sage ich. Und natürlich, bevor ich noch irgendwas anderes finden kann, finden wir Claymiape. Auch wieder ein Pokémon, was mehrere Körperteile hat, mehrere Augen, mehrere Nasen. Eieieiei. Was haben sie denn bei dir? Also, du bist, also, Claydol, du hast ein paar mehr Haare bekommen auf jeden Fall. Ein bisschen haariger, habe ich das Gefühl, bist du. Oh, ein Ruffew. Das bedeutet, der wäre Wasserflug. Aber ich bin eigentlich momentan mit dem hier sehr zufrieden. Und ich weiß auch nicht, Sterndu plus Rufflet, aka Waschakwil plus Starmie. Das heißt, der wäre dann, nee, never mind, der wäre dann Flugpsycho. Fällt mir gerade auf, weil Primärtyp ist ja von Rufflet dann, also Flug. Wenn ich mich nicht irre, dass es zumindest Flug ist, es könnte auch normal sein. Und der zweite dann Psycho, egal was es ist, ich bin nicht begeistert so von der Typenkombi. Ich hätte gern mehr einzigartigere Typenkombis. Ich meine, Flug und ich gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht zum Beispiel so oft. Ja gut, wir hatten noch Wasserkampf und sowas, deshalb ja. Ja, wobei, gibt es Wasserkampf so oft? Keldeo? Mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Ist noch ein Wasserkampf-Pokémon? Bestimmt gibt es irgendwas Offensichtliches, was ich gerade vergesse, aber hey. Also was man im Bikerweg auf jeden Fall lassen muss, ist, dass es hier neue Pokémon gibt. Vor allem Entwicklungen. Das kann man nicht... Ach du Scheiße, das hat gar nichts abgezogen. Vor allem Avalok? Ist das nicht defensiv unfassbar? Der kann Recover? Ich glaube, den will ich. Der ist dann halt Eis... Entweder Eis-Undicht oder Eis-Gift. Aber ich finde... Nee, wir wissen ja schon, dass er Gift ist. Also Gift-Eis. Ist, glaube ich, jetzt nicht das allerkrasseste Typing, aber ist ja mega cool irgendwie. Der gefällt mir. Also, er sieht jetzt designtechnisch nicht überkrank aus, aber ich finde die Basiswertsummen in Kombination, wenn die kombiniert werden, stelle ich mir fancy vor. Okay, hier könnte man was gucken? Golcat gegen Stunk... Stunkung. Ist das Stunky plus Fragezeichen? Ha, da müssen wir mal gucken und in dem Gras möchte ich mich auch gleich umgucken. Und maybe finden wir auch hier bei dem Jacob zum Beispiel eine Entwicklung von Spigma, haben wir noch nicht gesehen. Und auch von der Torchic-Line haben wir jetzt auch ewig lang nichts mehr gesehen. Wobei, haben wir die Jungblut-Evo nicht sogar letztens... Ups, aus Versehen. Den Shigo-GBA ein bisschen beschleunigt. Haben wir letztens irgendwas davon gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und man muss es einfach nur ansprechen und schon kommen, die Boys. Ich finde es cool, dass dem sein Rücken brennt. Aber sehr viel mehr ist nicht cool an ihm. Tut mir leid. Aber ich sag, der brennende Rücken, den feiere ich. Den feiere ich, muss ich gestehen. Und direkt hinterher noch ein neuer, das gute Buzzfetched. Ich glaube, der entwickelt sich einfach gar nicht. Weil es ist, glaube ich, das normale Farfetch'd, kombiniert mit Barschuft. Dann haben wir den auch mal gesehen, ne? Haben wir ihn auch mal gesehen. Und dann können wir ihn aber jetzt einfach gekonnt, aber wirklich gekonnt ignorieren. Im Übrigen, was ich auch hier mal wieder appreciaten möchte, die Drachenpuls-Animation ist auch neu eingefügt worden, ne? Ist nicht einfach nur ein dummer Fusionshack, der nichts macht, sondern animiert auch und gönnt einfach. Richtiger Gönner-Hack einfach. Nein, jetzt wurde ich gespoilert, aber ich bin ehrlich. Der sieht wirklich geil aus. Ich habe ja mega Bock auf meinen Abdrio. Ich finde es richtig cool mit den drei Köpfen und mit den verschiedenen Oberhäuptern, nenne ich es jetzt mal, was die auf dem Kopf haben. Das ist ja mega geil gemacht. Ich bin richtig Fan. Okay, auf der Route selbst gibt es Aero Brawler. Ich verstehe dieses Pokémon nicht.
Es verwirrt mich, aber das könnte ein schneller Rock-Fighting-Type sein. Und der kann sich vor allem noch entwickeln. Und das finde ich irgendwie sehr fancy. Ja, ja, Kampf ist er auf jeden Fall. Und deshalb würde ich den an dem Punkt tatsächlich sehr gerne fangen. Oh, ich habe im Übrigen gerade mein Dodo einfach nur ein Level beim Suchen nach dem Shiny-Viech gelevelt. Und es hat sich direkt entwickelt. Ja, nice. Sag, in Blau sieht der cooler aus, muss man einfach sagen. Ich bin auch kein so großer Fan von der Absol-Shiny-Farbe. Aber ich finde es sehr cool. Und der möchte Tri-Attack lernen. Also ja, speziell in dem Spiel. Ja, aber sind wir ehrlich, Fief werde ich eh nicht mehr drücken. Und ich glaube, ich will mal gucken, wie gut der Special Attack von dem Ding ist. Bei Absol ist es nicht so übel ass. Und ich sag mal, Tri-Attack ist eine Win-Con. wir haben immer noch Lonely Nature. Wir haben jetzt Early Birds Ability. Wir haben 100 freaking 4 Attack und 87 Speed. Das klingt auf dem Blatt Papier mit einem Dark Flying Type echt saugeil. Alter, ihr glaubt gar nicht, was das jetzt für eine Geburt war. Ich war kurz davor aufzuhören, den zu suchen. Und dann kam er Gott sei Dank auch direkt in Shiny, weil ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Okay, wir haben... Ich weiß nicht, ob das... Das schaut mir ein bisschen nach den Aerodactyl-Werten aus. Wir sind auf jeden Fall Flying Fighting, also... So ein bisschen an Lucha angelehnt. Ich würde jetzt auch sagen, Zwangiro hatte genug Showtime. Zumindest jetzt erstmal für den Moment. Und dann holen wir den mal rein. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir den richtig gut jetzt schon benutzen können. Weil der hat jetzt nicht so mächtige Sachen und so drauf. Vor allem, weil ich jetzt gleich in die Arena gehe. Aber dann gucken wir einfach mal. Vor allem ist das auch wieder ein potenzieller Kandidat, den man mega entwickeln kann. Naja, man muss halt eben nur die Scheiße... irgendwo mal finden. So, die in der Arena haben Karapno Level 38? Maybe machen wir doch nicht die Arena heute? Maybe gehe ich nur noch mal kurz ins Dojo, sag da Hallo und dann... Weil das ist mir ein bisschen zu hoch gelevelt, du. Und dann müssen wir nämlich noch die ganzen Trainer lieber da außenrum mitnehmen. Ich glaube, da will mir jemand unterbewusst sagen, Downy macht die Trainer mal außenrum erst, bevor du irgendwas anderes hier machst. Na gut. Bin mir sehr sicher, dass das Dojo auch relativ hoch gelevelt ist. Aber das, da weiß ich, dass es immer nur ein Pokémon ist und dass die Arena-Leiter im Normalfall nicht höher gelevelt sind. Roggen Chop. Ja, okay, Level 32. Das ist actually machbar. Ja, dann probieren wir das doch mal. So, der Dojo-Meister, der Karate-Meister ist nur noch übrig. Alle anderen habe ich easy schnell mal geschlagen. Ein bisschen an Erfahrungspunkt hat unser neues Mann gemacht, aber nicht so viel. Lucan Chan, das war eins der Mons, die man hätte kriegen können. Das will ich definitiv nicht haben, nein. Nein, da bin ich ehrlich zu euch, kann ich drauf verzichten. Boah, wir haben so Coverage-technisch und alles, sind wir so kacke aufgestellt. Es ist der absolute Wahnsinn, muss ich sagen, ne? Also Lucan Chan will ich definitiv nicht haben. Ich glaube nämlich, das ist die eine Auswahl und die andere ist wahrscheinlich das andere Wolverock mit Hitmonlee zusammen. Ich hoffe, das sieht ein bisschen cooler aus. Aber dann haben wir auch schon wieder ein Kampf-Pokémon, ne? Wir haben doch gerade erst... Wir kriegen so oft... Also die meisten Monster, die mir gefallen, haben oft irgendwie einen Typen, den wir halt schon haben, ist das Problem. Der ist so ein bisschen problematisch und es ist echt traurig, dass ich nach dem Init-Drop immer noch langsamer bin. Das finde ich sad. Wobei, ich weiß nicht mal, ob wir den benutzen können, weil wir müssen ja Shiny bekommen und ich habe gar keinen Bock, Shinies zu resetten. Sei so, wie es ist, ich werde gar kein Shiny. Ich glaube, ich werde das auch bei dem Relaxo-Viech da, dem Ersatzding nicht machen. Nein. Nee, ich kenne mich, da werde ich mich nicht hinsetzen. Der war jetzt schon halb am Eskalieren, als ich das Aerodactyl gesucht habe. Lucan Lee. Boah, der ist auch nicht besser. Der ist auch nicht viel besser, bin ich ehrlich. Also, ich finde ihn besser, aber auch nicht viel. Eieieiei. Boah, was ist denn das für ein Typing nochmal? Rock? Fighting, ne? Ja, es sind alles so, vor allem immer Typings. Wir sind halt echt, also unsere Resistenzen sind irgendwie zum Großteil gar nicht so geil. Ich meine, die KI ist Gott sei Dank zum Großteil echt dumm und drückt Rock Slide, weil sie hier, glaube ich, weil sie den Flinch gerochen hat, nevermind. Dann ist natürlich ganz anders. So, jetzt Non-Flinch, deshalb hat das... Ja, klar, klar. Und jetzt mit der Kampfattacke besiegen. Ah, Blaze Kick, ich war nah dran. Ich bin so gut... Ah, wegen dem Burn! Ja, das ergibt auch sehr viel Sinn. Ach, du heilige Kacke. Ey, der wäre halt einfach weg gewesen ohne Burn. Das ist der Wahnsinn. Weil Sturzbach hat auch getriggert. Oder wir haben Sturzbach auf dem. Deshalb hat das so viel Schaden. Ja. Ich
wollte nämlich schon sagen, das war tatsächlich nochmal tendenziell überproportional guter Damage, muss ich sagen. Aber so ist das natürlich sehr erklärbar. Ich merke gerade, ist eigentlich das ein Auge, was auf der linken Seite ist bei Finn? Ich weiß es nicht. Okay, das war cool. Damage Roll, ich weiß nicht, ob es eine war oder nicht. Aber ich hoffe jetzt einmal mal, dass Pissy regeln kann. Und mir das Ding dann einfach... Also das Einzige, was mir wirklich in diesem Hack auf die Eier geht, ist, wenn ich Nidorino reinwerfe. Fusion mit Voltenso. Und ich dann den Sound von Zubat höre, also den Schrei. Da denke ich mir wirklich, echt jetzt, ist das dein fucking Ernst? Aber okay. Lucan Lee hätten wir damit auch besiegt. Wir werden das Ding nehmen und wenn es shiny ist, weiß ich nicht, ob wir es dann benutzen werden. Ich bezweifle es sehr stark. Mizzetla, hast du Bock, dich noch jetzt zu entwickeln, random auf 33? Es würde gar keinen Sinn ergeben, bei entweder 36... Hä? Hä? Ich nehme jetzt mal Hitmonlee. Warum gibt es hier Abduo und die Entwicklung von Abduo? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich dachte, ich krieg einen von den zwei Fighting-Types. Ich habe doch Abduo schon gefangen, schon lange. Also, so lange jetzt auch nicht, ne? Aber ich gucke mir den jetzt nochmal kurz auf der Box an, ob das irgendwie ein weirder Bug ist. Aber ich glaube leider, dass das kein weirder Bug ist. Nee, ist leider einmal nur lost. Hat der irgendwas Specialiges? Der ist super luck. Cool. Ja, nö. Verschwinde. Ich will dich nicht auf meiner Box haben. Tschüss. Gut. Da ich aber denke, dass wir jetzt an einem guten Punkt sind, weil ich schon wieder eine gute Stunde am Aufnehmen bin. Und das trotz meiner Shigo GBA Speed-Taste. Würde ich sagen, wenn wir schnell ein paar Bände. Ich vermute, wir werden im nächsten Part alles von der anderen Seite Richtung Orden 5 Stadt. Ich weiß nicht, wie sie heißt, gehen. Und werden dann vermutlich, es kann sein, dass wir im nächsten Part sogar zwei Orden machen. Müssen wir einfach mal gucken. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Es würde mich zumindest freuen. Bis dann und ciao. Bye, bye.